Na, ob ich diesen Podcast an meine Telefonliste schicken kann? Eieiei. Ich sprach schon mal darüber, über den Christensprech und dass der oft nicht ausreicht. Wir können das sehen an einem Text, einem Liedtext. Der geht so: Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel, darum und so weiter. Ja, Jesus Christus ist der Sieger. Aber die Menschen sind nicht Sieger, wir nicht. Bei uns ist Sünde, Tod und Teufel und nicht der Sieg Christi an uns übertragen, außer es ist bei dir so. Tu mir doch mal so, als ob der Sieg Christi uns übertragen wäre. Dann müsste ja die Bibel uns auch aufzeigen können, dass wir ohne Sünde sind, dass wir ohne den Höllentod sind, also die Sicherheit der himmlischen Heimat haben, und dass wir unantastbar sind für den Bösen. Zeigt sie das? Da forsch doch mal. Und dann achte doch mal darauf, welcher Christensprech dir das wieder wegnehmen will. Vielleicht steckt ja sogar schon in dir dieser Christensprech. Also, der will dir das wegnehmen oder auch einfach den Bibeltext umdeuten. Sonderbar, ne? Merkwürdig. Merkwürdig.